Liebe Hochschulgemeinde, seien Sie ganz herzlich willkommen. Ein ganz, ganz besonders herzliches Willkommen für die große Familie Pünder. Allen voran unseren Ehrengast Dr. Tillmann Pünder und auch seine Frau Dr. Ulrike Pünder begrüße ich herzlich. Und natürlich auch Hermann Pünder, unseren Professor für öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, was noch, Bau- und Polizeirecht und alles, alles. Oh, okay. Und seine Frau, Veronika Pünder, seien Sie ganz herzlich willkommen. Fast 88 Jahre nach der Machtübernahme der NSDAP unter Adolf Hitler und der Etablierung einer totalitären Diktatur in Deutschland, die 12 Jahre anhielt und mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Sommer 1945 zu Ende ging, ist die Aufarbeitung der Verbrechen und die Frage, wie es dazu kommen konnte, immer noch aktuell. Zeitzeugen werden älter. Und es ist von immenser Bedeutung, sich mit ihnen über die Zeiten von damals auszutauschen. Über Zeiten, in denen Ausgrenzung, Entrechtung und gewaltsame Verfolgung stattgefunden hat. An Männern und Frauen und Kindern, die aus politischen oder religiösen Gründen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Lebenseinstellung nicht in die menschenverachtende nationalsozialistische Ideologie gepasst haben. Zeitzeugen. Ich hatte bis vor genau einer Woche das Vorrecht, regelmäßig mit einer Zeitzeugin zu sprechen. Sie war 8 Jahre alt, als die Nazis die Macht ergriffen, und 13, als der Krieg begann. Es war meine Mutter, die bis in ihr hohes Alter von 95 Jahren uns über die furchtbaren Erlebnisse von damals erzählen konnte. Gerade für Studierende der Rechtswissenschaft, die Berufe ergreifen werden, in denen sich für die Umsetzung von Recht und Vermeidung von Unrecht in der Gesellschaft einsetzen werden, ist die Auseinandersetzung mit den Verbrechen unabdingbar. Auch der Bundesgesetzgeber hat endlich die Notwendigkeit erkannt und leider erst mehr als 75 Jahre nach Kriegsende die Initiative ergriffen, das deutsche Richtergesetz zu ändern. In der juristischen Ausbildung muss eine Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht stattfinden, aber auch mit dem DDR-Unrecht. Heute berichtet Dr. Tillmann Pünder im Programm des Studium Generale über seinen Vater Hermann Pünder, über die Erfahrungen seiner Familie im Nationalsozialismus vom Widerstand gegen ein unmenschliches System. Unser verehrter Gast ist Jahrgang 1932. Er studierte Rechtswissenschaften in Köln und promovierte 1960 auch im Verwaltungsrecht. Es folgten berufliche Stationen als Referent in der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetags in Köln, und er war Bürgermeister der Stadt Fulda. Es folgten weitere Positionen als Regierungspräsident des Regierungsbezirks Gießen sowie als Oberstadtdirektor von Münster. Und neben seinem großen sozialen Engagement im Malteser Hilfsdienst und der Diözese Fulda arbeitete und publizierte er zu historischen Themen, unter anderem zu seiner eigenen Familiengeschichte. Und, das wissen Sie jetzt bereits, er ist Vater von unserem Professor Hermann Pünder, durch dessen Initiative die Veranstaltung heute hier stattfindet. Hermann Pünder ist es auch, der Sie, verehrter Herr Dr. Pünder, ermuntert hat, die Geschichte niederzuschreiben. Diese Niederschrift resultierte im Jahr 2018 in der Veröffentlichung des Buches mit dem Titel »In den Fängen des NS-Staates«. Und im Zentrum des Buches steht die Geschichte Ihres Vaters Hermann Pünder, einer Person der Zeitgeschichte. Hermann Pünder, also Ihr Großvater von unserem Hermann, war Mitglied der Zentrumspartei, war in der Weimarer Republik Staatssekretär der Reichskanzlei, unter anderem unter Heinrich Brüning. Da er sich von dem nationalsozialistischen Regime distanzierte, geriet er ins politische Abseits. Hermann Pünder diente zwar in der Wehrmacht,
Der Terror des NS-Regimes erlebte die Familie durch Ermordungen und Hinrichtungen von Familienmitgliedern. Und da Hermann Pünder von Karl Friedrich Gördler über Ziele des Attentats und damit verbunden dann gescheiterten Umsturzes am 20. Juli 1944 informiert war, geriet er tatsächlich in die Fänge des NS-Staates. Und was das bedeutet, darüber wird heute Abend berichtet. Verhaftung durch die Gestapo, Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler, Aufenthalte in den Konzentrationslagern Ravensbrück, Buchenwald und Dachau. Unter anderem mit Dietrich Bonhoeffer und Leon Blum. Hermann Pünder überlebte den Krieg und wurde befreit. Und nach dem Krieg ging er zurück in die Politik und er wurde unter anderem Oberbürgermeister der Stadt Köln. Lieber Herr Dr. Tilman Pünder, Sie sind Zeitzeuge. Sie haben als Kind Angst und Schrecken erlebt. Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute zu uns an die Bucerius Law School gekommen sind, um mit unseren Studierenden über die Geschichte Ihres Vaters und Ihrer Familie zu sprechen und in den Austausch zu gehen. Es gibt im Anschluss an Ihren Vortrag die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie bei uns an der Bucerius Law School sind. Sie waren schon im Herbst 2013 einmal hier und das haben viele noch in reger Erinnerung. Ich gebe Ihnen die Gelegenheit, jetzt Ihren Vortrag zu halten. Vielen Dank. Frau Präsidentin, liebe Studierende, meine Damen und Herren. Ja, ich bin gerührt und bewegt, dass so viele der Einladung hier gefolgt sind und mir zuhören wollen. Ich war vor 8 Jahren, wie schon erwähnt, hier schon einmal da. Das habe ich in guter Erinnerung und bin deshalb auch gerne zum zweiten Mal hier, um ja, was zu tun. Ich berichte Ihnen etwas aus meiner Kindheit und Jugend in der Zeit des Nationalsozialismus und im Fokus steht dabei meine Familie. Das hat die Frau Präsidentin sehr treffend schon geschildert. Lassen Sie mich zu Beginn etwas zu meiner Provenienz sagen. Ich bin ein spätes Kind der Weimarer Republik. In deren allerletzter Phase wurde ich geboren, am 27. Dezember 1932. Gut einen Monat später ergriff Adolf Hitler die Macht, wie das damals bezeichnet wurde. Ich wurde also in den werdenden NS-Staat sozusagen hineingeboren. Aufstieg und Fall des Regimes habe ich in meiner Familie als Kind und junger Jugendlicher erlebt. Und darüber möchte ich Ihnen heute sozusagen als jugendlicher, kindlicher Zeitzeuge berichten. Schon, dass mein Geburtsort die Stadt Münster war, hat etwas mit den politischen Zeitumständen zu tun. 9 Monate zuvor lebten nämlich meine Eltern mit ihren damals 3 Kindern, noch 3 Kindern, in Berlin in der Reichshauptstadt. Wohnsitz war eine Dienstwohnung in der Reichskanzlei. Sie sehen hier das Bild, wie der Neubau der Reichskanzlei, das einzige Ministerialgebäude, das in der Weimarer Republik überhaupt neu gebaut worden war, aus einer modernen Baugesinnung raus. Das, was Sie dort sehen, ist die Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus der alten Bismarckschen Reichskanzlei. Mein Vater Hermann Pünder war deren Chef der Reichskanzlei. Er bekleidete den Rang eines Staatssekretärs und das war eine Schlüsselposition im damaligen Reich an der Schnittstelle zwischen Reichsverwaltung und Reichspolitik. Die Reichskanzler wechselten häufig. Wir haben ja jetzt eine Bundeskanzlerin, die 16 Jahre im Amt war. Damals 12 Jahre war die Weimarer Republik und es gab
sechs oder sieben Reichskanzler. Aber mein Vater, Hermann Pünder, als Chef der Reichskanzlei, der blieb, er war der ruhende Pol. Als aber im Mai 1932 der Reichspräsident von Hindenburg den damaligen Reichskanzler Heinrich Brüning das Vertrauen entzog und eine so unzuverlässige Persönlichkeit wie Franz von Papen zum Nachfolger verrief, gab es für meinen Vater in der obersten Schaltzentrale des Reiches kein Bleiben mehr. Er hatte, wie er selbst einmal sagte, den richtigen Riecher, und er sagte sich, dass diese Reichskanzlerschaft von Franz von Papen ein böses Ende nehmen, dass das der Beginn des damals schon bekannt gewordenen Topos vom Dritten Reich sein würde. Gleichwohl, und er gab also sein Amt als Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei auf. Gleichwohl fiel mein Vater mit seinem Ausscheiden aus der Reichskanzlei nicht ins politische Bodenlose, es war ein demokratischer Rechtsstaat noch. Er wurde im westfälischen Münster zum Regierungspräsident berufen, und hier wurde ich, wie schon erwähnt, am 27. Dezember 1932 geboren. Das zu meiner Provenienz. Nur 8 Jahre blieb mein Vater im Amt. Dann hatte ihn die nationale Revolution, wie das genannt wurde, eingeholt. Wenn er damals, wie viele seiner Zeitgenossen, der sich unaufhaltsam zur Staatspartei entwickelten NSDAP, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, beigetreten wäre, hätte er Regierungspräsident bleiben können. Entsprechende Avancen des Gauleiters von Westfalen-Nord lehnte mein Vater aber ab. Und im Mai 1933 enthob ihn der damalige preußische Innenminister Hermann Göring seines Amtes. Mein Vater war einerseits erleichtert, dem neuen Regime mit seinen immer deutlicher hervortretenden totalitären, ja verbrecherischen Merkmalen nicht dienen zu müssen. Andererseits war er gerade einmal 45 Jahre arbeitslos und ohne Beruf. Und das aufgrund eines Gesetzes, das ich nannte, Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das hat ihn besonders gestört und genervt und erschüttert, denn er war ein Berufsbeamter. Und dieses Berufsbeamtentum sollte erneuert werden, so wiederhergestellt werden. Das war also eine bittere Ironie. Andererseits war er erleichtert, dass er mit diesem Regime nichts zu tun hatte. In der Anfangsphase gelang dem Nationalsozialismus manches, was auch die Republik von Weimar angestrebt hatte. Vor allem der Abbau der Riesenarbeitslosigkeit. Dieses Rettungswerk des Führers, so nannte man das, stieß auf viel Zustimmung. In dieser Zeit erfasste die Gleichschaltung, innerhalb von nur wenigen Monaten fast alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Alle öffentlichen Funktionen ledig, brauchte mein Vater gegenüber dem Regime keine Kompromisse einzugehen. Er konnte sich das leisten, wenn man das mal so sagen darf, denn er bezog als Berufsbeamter eine auskömmliche Pension. Als einstmals hoher Reichsbeamter hatte er allerdings jetzt keinen Beruf mehr und er befand sich in einer besseren Lage als viele andere Amtsträger aus der Weimarer Zeit, die sich nun auch ebenfalls in einem beruflichen Vakuum befanden. In einer Randlage von Münsters erwarb mein Vater ein kleines landwirtschaftliches Anwesen, ein Kotten, wie das damals genannt wurde im Münsterland, das er nach und nach zu einem landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb zu entwickeln trachtete. Das war seine
Alternative. Als dann im September 1939 der Krieg ausbrach, wurde er war Reserveoffizier im Ersten Weltkrieg gewesen und er war auch ein engagierter Soldat gewesen, wurde er zum Militärdienst einberufen. Als Hauptmann, später Major, war er in einer nachgeordneten Funktion in einer Stabsstelle des Ersatzheeres in Münster im Wehrkreiskommando, im Generalkommando, wie es genannt wurde, beschäftigt. In dem beachtlich großen Freundes- und Bekanntenkreis in Münster meiner Eltern war kaum einer begeistert. Begeistert war der Terminus, um zu sagen, ob man Nazi war oder nicht. Wer Nazi war, der war begeistert. Das waren die Freunde meiner Eltern nicht. Gleichwohl ließen meine Eltern in den externen Kommunikationen Vorsicht walten. Wir Kinder taten das Gleiche. Klartext über die politischen Verhältnisse sprachen wir eigentlich nur innerhalb der Familie. In einem relativen Freiraum schwebte das Weitererzählen politischer Witze, sogenannte Flüsterwitze. Das Hören des britischen Rundfunks, der BBC, Germany Calling, war im Krieg nicht strikt verboten, gleichwohl tat man es. Wir Kinder waren alle in der Hitlerjugend, ich in der untergeordneten Formation des Jungvolkes. Für meine Eltern war die Zugehörigkeit ihrer Kinder zur nationalsozialistischen Staatsjugend eine Realität, die sie als gegeben hinnahmen. Die Hitlerjugend übernahm in geschickter Weise vieles aus der bündischen Jugendbewegung, Liedgut, Kluft, Fahrtenromantik und der Slogan Jugend muss durch Jugend geführt werden, leuchtete ja ein. Deshalb waren meine Geschwister nicht ungern in der Hitlerjugend tätig. Ich konnte mich erfreulicherweise meistens drücken. Sparsam bestückt war das von meinen Eltern vorgehaltene narzisstische Accessoire. Ein Führerbild gehörte in jeden Haushalt. Bei uns wurde es nur in Ausnahmefällen aufgestellt. Das war so mit einer Klappvorrichtung vorgesehen. Zum Beispiel einmal, als der Ortsgruppenleiter der NSDAP erschien und meiner Mutter, die 5 Kinder zur Welt gebracht hatte, das Mutterkreuz in Bronze zu überreichen. Was sie übrigens trotz des unverkennbar ideologischen Hintergrundes der Auszeichnung sehr erfreute, aber gleichwohl nie trug. Wir besaßen auch eine Hakenkreuzfahne, die aber nur an Tagen der Bewegung gehisst wurden. Solches zu unterlassen, wäre sehr gefährlich gewesen. Wie existenziell gefährlich ein Abweichen von dem im NS-Staat geforderten Normverhalten werden konnte, musste meine Familie gleich mehrfach schmerzlich erfahren. Und davon soll jetzt die Rede sein. Diese Fälle haben unter unserer Einstellung zum Nationalsozialismus frühzeitig und ganz nachhaltig geprägt. Gegen die Verführung, sich dem Regime anzupassen, waren wir gefeit. Auf immer und ewig. Das war sozusagen unsere familiäre Staatsräson. Zu den ersten Opfern der nationalistischen Staatsterrors gehörte mein Onkel, der Vetter meiner Mutter, die Dr. Erich Klausener. Sie finden das Bild hier oben, ein Vetter meiner Mutter, seine Mutter und meine Mutter und meine Großmutter waren Schwestern. Der Düsseldorfer Jurist hatte nach dem Weltkrieg eine steile Karriere durchlaufen. Schon mit jungen Jahren wurde er Landrat, zunächst 1917 in dem kleinsten Landkreis
von Preußen in Adenau in der Eifel und dann später 1920 im größten Landkreis Preußens in Recklinghausen. In Recklinghausen galt der Zentrumspolitiker als der rote Landrat, weil er eine betont soziale Kommunalpolitik betrieb und auch vor allem Zusammenarbeit mit Sozialdemokraten und Kommunisten nicht aus dem Wege ging. 1925 wurde er nach Berlin berufen, in die Reichshauptstadt, in Preußens Hauptstadt, und er war dann Ministerialdirektor, als ein hoher Beamter im Innenministerium, und war dann der Chef der preußischen Polizei. Und damit wurde er auch zu jemandem, der den Rechtsstaat verteidigte gegen die Hitlerbewegung, und er machte sich dadurch die Hitlerbewegung zum Feind. Und nach der Machtübernahme 1933 wurde er von Hermann Göring, dem preußischen Ministerpräsidenten, dann seines Amtes enthoben, aber abgeschoben in ein unpolitisches Amt, aber ebenfalls noch als Ministerialdirektor im Reichsverkehrsministerium. Zudem war Erich Klausener im deutschen Laienkatholizismus ein wichtiger Funktionsträger. Er war Leiter der sogenannten katholischen Aktion, einer Laienbewegung, die vom damaligen Papst inspiriert war. Und als charismatischer Führer einer in der Öffentlichkeit selbstbewusst auftretenden katholischen Laienbewegung bemühte er sich in den aufwühlenden Wochen der nationalen Erhebung, also des Aufkommens des Nationalsozialismus, arglos um ein Miteinander von Staat, nationalsozialistischer Bewegung und Kirche. Und scheute gleichwohl aber vor klaren Abgrenzungen zu den totalitären Anmaßungen des Regimes nicht zurück. Der Austragungsort dieses Aufbegehrens gegen die Gleichschaltung waren Großkundgebungen in Stadien und Hallen, zu denen Zehntausende Katholiken der Reichshauptstadt strömten. Als sich Hitler am 30. Juni 1934 in Bayern in brutalster Weise seiner innenpolitischen Gegner in der SA entledigte und dabei auch seinen Duzfreund und Reichsminister Ernst Röhm erschießen ließ, nutzte Hermann Göring in Berlin die Gunst der Stunde, um einige notorische Gegner der Bewegung kaltblütig ermorden zu lassen. Und zu den Opfern gehörte auch mein Onkel Erich Klausener. Chef der Gestapo war damals Reinhard Heydrich. Er war es, der am 30. Juni 1934 im Auftrag Hermann Görings einen SS-Hauptsturmführer den Auftrag erteilte, den Ministerialdirektor Dr. Erich Klausener im Reichsverkehrsministerium aufzusuchen, ihn persönlich zu liquidieren. Klausener sei ein bekannter, gefährlicher Katholikenführer, der gemeinsam mit der SA-Führung gegen den Führer konspirieren. An einer Spitze eines 18-köpfigen SS-Begleitbeamtes begab sich der Täter in Klauseners Büro im Reichsverkehrsministerium und eröffnete diesem, dass er wegen staatsfeindlicher Verhaltens verhaftet sei. Beim Verlassen des Raumes schoss er Klausener aus 1,5 Meter Entfernung mit seiner privaten Pistole in die rechte hintere Schädelseite. Klausener stürzte sofort tot zu Boden. Alsdann griff der Täter zum Telefon und erstattete seinem Auftraggeber Vollzugsmeldung. Heydrich wies ihn an, die Pistole neben Klauseners Arm zu legen und dadurch den Selbstmord vorzutäuschen. Die offizielle Version des Selbstmordes stieß bei allen, die Klausener kannten und seine gläubige Gesinnung als Katholik, stieß auf Ablehnung. Aber nur wenige äußerten sich in diesem Sinne klar und deutlich. Die Haltung der Kirche war zwiespältig. Zwar wurde Klausener in Anwesenheit des Bischofs von Berlin kirchlich bestattet, was der kirchenamtlichen Erklärung gleichkam, dass der behauptete Selbstmord nicht stimmen konnte, doch wurde allen Pfarrgemeinden im Bistum empfohlen,
gegenüber den Ereignissen der letzten Woche die gebotene Zurückhaltung zu beobachten, das Gemeinwohl der Kirche nicht aus dem Auge zu lassen und sich weiteren Nekrologe zu enthalten. Eine zwiespältige Reaktion. Die Reaktion des NS-Staates auf die Mordaktion vom 30. Juni offenbarte in erschreckender Weise den Wegfall der Gewaltenteilung. Hitler verkörperte in seiner Person die gesamte Macht. Wenige Tage nach dem Massaker, dem etwa 250 Personen zum Opfer fielen, darunter mein Onkel, erließ die Reichsregierung, die aufgrund des Ermächtigungsgesetzes damals auch der Gesetzgeber war, ein Gesetz, wonach die von Hitler selbst veranlassten Geschehnisse am 30. Juni zur Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriffe als Staatsnotwehr rechtens gewesen seien. Und Hitler bekundete im Reichstag, dass er als oberster Gerichtsherr gehandelt habe. Und die Staatsrechtslehre, ich nenne nur den Namen Karl Schmidt, gab dazu allbeflissen den dogmatischen Flankenschutz. Er titelte: Der Führer schützt das Recht. Deshalb ist es gut, dass, ich greife auf, was Sie, Frau Präsidentin, gesagt haben, dass im Richtergesetz, das jetzt steht, dass es deutlich wird, es deutlich auch bei dem juristischen Nachwuchs werden kann, wie ein Rechtsstaat innerhalb kürzester Zeit entarten kann. Es darf sich nicht wiederholen. Trotz dieser formalen Legalisierung des Mordes vom 30. Juli durch dieses besagte Gesetz blieben für den oft noch nach den überkommenen Normen regierenden, agierenden Verwaltungsapparat des Regimes viele Detailfragen offen. Und zur Klärung der Ansprüche der Hinterbliebenen, es waren 250 Ermordete, wurde deshalb im Dezember 1934 ein Sondergesetz geschaffen, das die Entscheidung darüber dem Reichsinnenministerium übertrug und die Ansprüche unterlagen einer, jetzt kommt eine juristische Hürde, die zu überwinden war, unterlagen einer sehr kurzen Verjährungsfrist. Der Bruder meines Vaters ist hier auch im Bild zu sehen, Dr. Werner Pünder, nahm sich als Anwalt der Rechte der Witwe und des Sohnes des Ermordeten an. Witwengeld, Kindergeld, Lebensversicherung standen ja bei einem jemand, der sich selbst das Leben genommen haben sollte, zur Disposition. Die Verhandlungen darüber mit dem Ministerium schleppten sich wochenlang hin. Die Ansprüche drohten zu verjähren, um die Verjährung zu unterbrechen, bedurfte es nach den Regeln des BGB der Klageerhebung. Und dazu entschloss sich Werner Pünder im März 1935. Die Klage zielte auf Schadensersatz, und zwar gegen das Deutsche Reich und den Freistaat Preußen gerichtet. Und diese wurden vertreten durch den Reichskanzler Adolf Hitler und den preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring. In vorsichtigen, aber klaren Formulierungen legte der Anwalt dar, dass dessen Ehemann und Vater des Toten nichts zur Last gefallen habe, was einer Festnahme oder gar Tötung gerechtfertigt hätte. Ein Staatsnotwehr habe es nicht bedurft. Und dann nach den amtlichen Verlautbarungen davon auszugehen sei, dass die Handlungen gegen den Verstorbenen auf Maßnahmen von Dienststellen von Reich und Preußen beruhten, seien diese zum Schadensersatz verpflichtet. Das war der Tenor des Schriftsatzes. Der Schritt meines Onkels war ungeheuer mutig und die Reaktion der Gestapo entsprach dem auch. Werner Pünder wurde verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, den Fall Klausner in aller Öffentlichkeit aufzurollen und den deutschen Staat dadurch im In- und Ausland Schaden zuzufügen. Hinter der Klage stehe das Interesse der Kirche, des Papstes und seines Nuntius in Deutschland sowie des deutschen Episkopats. Und die treibende Kraft aber sei Werner Pünder. Während der scharfen Verhöre im Hauptquartier der Gestapo wurde meinem Onkel mehrfach
die Liquidierung angedroht. Der Zwirnsfaden, in dem sein Leben im Hausgefängnis der Gestapo in der berüchtigten Berliner Prinz-Albrecht-Straße hing, war dünn. Wenn er nach wochenlanger Haft Ende Mai 1935 doch noch entlassen wurde, so verdankt er dies einer Intervention der schwedischen Gesandtschaft in Berlin, deren Rechtsberater die Sozietät der Pünderkanzlei war. Mit seiner Klage gegen Hitler und Göring, die übrigens später zu einem Vergleich führte, stand Werner Pünder damals allein. Er war der Einzige, der es in diesem Unrechtsstaat gewagt hatte, dasjenige zu tun, was nach Recht und Gesetz zu geschehen hatte. Erich Klausener, Werner Pünder. Der dritte Fall ereignete sich 1943, mitten in der Kriegszeit, nach der Katastrophe von Stalingrad. Die deutschen Städte waren bereits stark zerstört. Der normale Schulbetrieb hatte aufgehört. In der Bevölkerung waren unterschwellig erste Zweifel am Endsieg wurden gehegt. Und umso radikaler ging der Staat jetzt gegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung vor. Der Terror wütete. Und Leo Statz, der Bruder meiner Mutter, Lieblingsonkel von uns Kindern und waschechter Düsseldorfer, fiel ihm zum Opfer. Leo Statz gehörte der Weltkriegsgeneration an. 1898 geboren, meldete sich als Privaner zu den Fahnen, wie das damals genannt wurde, gelangte noch an die Front, wurde verwundet, mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet und als Leutnant kehrte er Ende 1918 auf die Schulbank zurück und holte das Abitur nach. Das militärisch-nationale lässt ihn dann zunächst nicht los. Als Angehöriger von Freikorps kämpfte er an der deutschen Ostgrenze und im Bürgerkrieg gegen die Spartakisten im Rheinland und in Westfalen. Aber es drängte ihn zu einem bürgerlichen Beruf. Das war für einen 19-Jährigen nicht leicht damals, für einen Kriegsheimkämer. Doch er hat Erfolg. Er wird Vorstand eines Tochterunternehmens der Düsseldorfer Firma Gerresheimer Glashütte. Die Firma suchte ihre Flaschen mit einem aus einem Brunnen in der Eifel geförderten Mineralwasser, dem Birresborner, zu füllen. Und Firmensitz ist Düsseldorf und hier wird Leo Statz, mein Onkel, zu einem vielseitig vernetzten Mitglied eines liberalen Bürgertums im aufblühenden Düsseldorf der 20er und 30er Jahre. Mein Onkel war, so wie wir ihn damals kannten, lebenslustig, sprühte von Geist und ist aktiv in vielen Gesellschaften, vor allem in der Pflege des Brauchtums und vor allem des rheinischen Karnevals. Seine zur närrischen Jahreszeit verfassten Lieder sind in aller Munde. Seid doch alle nett zu mir, so war, lautete der Refrain eines seiner besten Lieder. Die Machtergreifung des Nationalsozialismus im Reich und in den Städten und Regionen empfindet Leo Statz als eine Zäsur. Gleichschalterische Tendenzen sind ihm zuwider. Mit Erfolg gelingt es ihm, in Düsseldorfer Karneval davon freizuhalten. Auch im privaten Umfang fühlt er sich als freier Mann. Der Mund will er sich nicht verbieten lassen. Er will weiter das sagen, was er denkt und fühlt, auch wenn es politisch und im Krieg um militärische Fragen ging. Und diese Eigenschaft wurde ihm zum Verhängnis. Ort des Geschehens ist im Juni 1943 eine Wehrmachtskantine in Trier. Mit dem Kantinenwirten stimmt Leo Statz, begleitet von einem Prokuristen, das Lieferprogramm wie die nächsten Wochen in Bezug auf Mineralwasser und Limonaden etc. ab. Es fließt Alkohol, ein Wort gibt das andere. Das Gespräch berührt die aktuellen Probleme in den rheinischen Städten, die Trümmerwüsten überall, das Leid der Zivilbevölkerung
und die miesen Aufsichten auf einen militärischen Sieg. Zu den Mitzechern zählen einige Wehrmachtsangehörige. Die Kantinenwirtin versucht zu beschwichtigen, sie hat wenig Erfolg. Und die Folgen dieses kleinen Gelages sind fatal. Zu den in der Kantine Zuhörern gehören nämlich zwei Spitzel der Trierer Gestapo. Der Progress, den mein Onkel begleitet hatte, ein von Staats nicht durchschauter Nazi, hatte in teuflischer Weise die Geheimpolizei vorher einen Tipp gegeben, sein Chef werde in der Kantine loslegen. Wochen später, am 1. September 1943, wurde Leo Staats unverfänglich in die Trierer Leitstelle der Gestapo gebeten, verhört und dann gleich da behalten. Kurzes darauf wird er nach Berlin in das Gerichtsgefängnis Moabit geschafft und wenig später von dem Volksgerichtshof angeklagt. Wehrkraftsetzung und Feindbegünstigung sind die Anklagepunkte. Die dreistündige Hauptverhandlung am 27. September 1943 wurde nach Ablauf und Atmosphäre in abstoßender Weise durch den Gerichtspräsidenten Roland Freisler bestimmt. Das Zerrbild einer richterlichen Persönlichkeit. Aus ihm sprach ungezügelte Vernichtungswille. Die für den Angeklagten sprechende Tatbestelle, seine Teilnahme am Ersten Weltkrieg, das Eiserne Kreuz, seine Verwundung, bagatellisierte er mit Dach, stellte sich entweder als unglaubwürdig oder staatsfeindlich dar. Die Funktion meines Onkels als Leiter des Düsseldorfer Karnevals qualifizierte er als Fastnachtskönig, der sie sind. Und als mein Onkel nach rheinischer Üblichkeit bei seinem Schulabschluss von Abitur statt Abitur sprach, höhnte er dies als Zeichen undeutscher Gesinnung. Mein Onkel mochte in diesen Augenblicken an seinen Vater, Richard Statz, meinen Großvater, denken, der als langjähriger Vorsitzender des Düsseldorfer Schwurgerichts und Mitgründer des Deutschen Richtervereins das Ideal einer Richterpersönlichkeit verkörpert hatte. Durch Freislers aggressive Prozessführung gedemütigt und erniedrigt, nahm mein Onkel am Schluss seelisch und körperlich zerbrochen den Spruch des Gerichts entgegen. Der Angeklagte ist für immer ehrlos, er wird mit dem Tode bestraft. Leo Statz, mein Onkel, verbrachte die letzten 5 Wochen seines Lebens im Tuchthaus Brandenburg. Die Wartezeit wurde ihm zur Einkehrzeit. In einer der Todeszellen der Haftanstalt breitete er sich an den Händen und Füßen Tag und Nacht gefesselt auf sein nahes Ende vor. Was ist das doch für eine Gnadenzeit, sich nur mit Gott und sich selbst beschäftigen zu dürfen, schrieb er uns, der Familie seiner Schwester, am letzten Tag seines Lebens, am 1. November 1943. Seine Briefe, Gedichte und Aufzeichnungen, Gebete sind eine tief bewegende Hinterlassenschaft. Sein letzter Hinweis an uns, die Familie seiner Schwester, lautete man: Was tut ihr täglich für euer Seelenheil? Der Nachlass ist von großer spiritueller Tiefe und zwar derart, dass Leo Statz in der Erzdiözese Köln zu den christlichen Märtyrern des 20. Jahrhunderts gezählt wird. Gerade einmal 9 Monate nach der Hinrichtung meines Onkels in Brandenburg, im Juni 1944, im 5. Kriegsjahr, während es in der Normandie die Alliierten zum Durchbruch an der Westbruch ansetzten, geriet abermals ein Mitglied unserer Familie in die Fänge des NS-Staats. Diesmal ist mein Vater Hermann Bünder der Betroffene. Ausgangspunkt ist der 20. Juli 1944, eine seit längerem bestehende militärisch-zivile Widerstandsgruppe unternimmt den Versuch, Adolf Hitler im ostpreußischen Führerhauptquartier zu töten und das nationalsozialistische Regime gewaltsam zu beseitigen. Das Attentat, wie wir alle kennen und wissen, missglückt vollständig.
Hitler, der bei der Explosion des Sprengstoffs nur leicht verletzt wurde, kündigt an, die verbrecherischen Elemente unbarmherzig auszurotten. In den frühen Morgenstunden des 21. Juli wurde mein Vater von der Gestapo abgeholt und in deren Münsteraner Leitstelle eingehend verhört. Dieser Zugriff war Teil der Aktion Gewitter, die im gesamten Bereich viele Angehörige des verruchten Systems von Weimar erfasste. Das Attentat war nur der äußere Anlass dieser Maßnahme. Hitler ging ja davon aus, dass der Kreis der Attentäter nur klein und unbedeutend gewesen sei. Zweck der Aktion war es, die alten Eliten zu verunsichern und gründlich durchzuschütteln. Schon am Abend des 21. Juli wurde mein Vater daher entlassen. Doch kurze Zeit später schlug die Gestapo nochmals zu. Ohne Haftbefehl wurde mein Vater erneut abgeholt, wenig später nach Berlin abtransportiert und dort in das Gerichtsgefängnis Lehrter Straße eingeliefert. Das ist der Ort, wo sich heute der Berliner Hauptbahnhof befindet. Für meinen Vater, meine Mutter und uns Kinder war die Situation hochdramatisch. Sollte sich das Schicksal meines Onkels Leo Stadtz wiederholen? Nach und nach stellten sich die Hintergründe der Verhaftung heraus. Dr. Karl Friedrich Gördeler, der zivile Führer der Widerstandsgruppe, war nach dem Missklicken des Attentats zunächst in den Untergrund abgetaucht, dann aber aufgrund einer Denunziation gefasst. Er wurde dem Volksgerichtshof überstellt und unter Roland Freisler zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung erfolgte aber sehr viel später, erst am 2. Februar 1944. Die Gestapo nutzte diesen Zeitraum, um sich durch Verhöre die Hintergründe des Komplotts erläutern zu lassen, vor allem die Namen aller Beteiligten nennen zu lassen. Und damit hatte die Vernehmer Erfolg. Gördeler gab die Namen all jener Personen preis, mit denen er im zeitlichen Vorfeld des Attentats Kontakt gepflegt hatte, und Gördeler hatte eine große Reisetätigkeit erfunden. Er nannte die abgeforderten Namen nicht etwa unter Folter, wie man meinen könnte. Ihm lag es daran, dem Regime durch Nennung von Namen nahezubringen, dass die Verschwörung entgegen der Behauptungen Hitlers nicht lediglich von einer klangenden Clique dummer und ehrgeiziger Offiziere getragen wurde, sondern von der Elite Deutschlands. Zu den Kontaktpersonen, die von Gördeler benannt wurden, gehörte auch mein Vater. In der Tat hatte der frühere Leipziger Oberbürgermeister und ehemaliger Reichssparkommissar, beide kannten sich aus der Weimarer Republik, im November 1942 meinen Vater in Münster besucht und ihn über seine defizitistischen Pläne und Vorstellungen informiert. Solche Informationen zu empfangen, aber nicht anzuzeigen, stand unter Strafe, Paragraph 139 des damaligen Reichsstrafgesetzbuches. Die Strafe konnte bis zur Todesstrafe reichen. Mein Vater befand sich also in akuter Gefahr, in Lebensgefahr. Die Gestapo gab die Sache an die Reichsanwaltschaft beim Volksgerichtshof ab und diese erhob Anklage. Ehe es zur Hauptverhandlung kam, erhielt mein Vater die ihm niederschmetternde Nachricht, dass er wegen seiner Beteiligung an den Vorgängen des 20. Juni 1940 aus dem Verhältnis eines Ruhestandsbeamten ausgestoßen sei. Damit sind alle Rechte aus ihrem früheren Amt verwirkt. Unterschrieben hatte diesen rechtsstaatwidrigen Erlass der Nachfolger meines Vaters als Chef der Reichskanzlei, der damalige Reichsminister Lammers. Für die Verteidigung kam es darauf an, glaubhaft darzulegen, dass das besagte Gespräch im November 1942 entgegen den Aussagen Gördelers von der Gestapo einen unverfänglichen, jedenfalls nicht zu einer Anzeige verpflichtenden Inhalt gehabt habe. Keineswegs durfte offenbar werden,
dass dieses Gespräch bei uns zu Hause in Münster stattgefunden habe. Und Gördler sogar unser Schlafgast gewesen sei. Ich habe den Besuch noch in persönlicher guter Erinnerung. Uns Kindern wurde damals nämlich eingeschärft von unserem Vater, nach draußen darüber nichts zu erzählen. Irgendwie war uns der konspirative Charakter des Besuchs also bewusst. Die Hauptverhandlung fand am 21. Dezember 1941 statt. Verhandelt wurde zugleich gegen den einzigen württembergischen Staatspräsidenten Dr. Eugen Bolz, der ebenfalls mit Gördler in Kontakt gestanden hatte. Bolz wurde zum Tode verurteilt. Hermann Pünder, mein Vater, wurde freigesprochen. Roland Fleischer zeigte in diesem Prozess zwei unterschiedliche Gesichter. Bolz fertigte hier in der bei ihm gewohnten ruppig-höhnischen Art ab, so wie sie meinen Onkel Leo Stadt eher abgefertigt hatte. Während er sich in der Causa Pünder konziliant und abgewogen zeigte. Wir kennen ziemlich genau den Hintergrund dieser auffallend unterschiedlichen Verhaltens. Der in Berlin lebenden Schwester meines Vaters, von der gleich noch die Rede sein wird, Marianne Pünder, war es aufgrund ihrer guten Verbindungen im katholischen Milieu der Reichshauptstadt gelungen, einen prominenten Fürsprecher für ihren hochgefährdeten Bruder Hermann bei Freisler zu gewinnen, keinen geringeren als den damaligen Generalintendanten der preußischen Staatstheater und Chef der Bayreuther Festspiele, Heinz Tietjen. Dieser war mit Freisler wahrscheinlich über die gemeinsame Mitgliedschaft im preußischen Staatsrat befreundet und bereit, sich in Sympathie zu Marianne Pünder für deren ihm aus Weimarer Zeit bekannten Bruder, den ehemaligen Staatspräsidenten Pünder, einzusetzen. Und dies tat er dann auch. Wahrscheinlich sogar noch kurz vor Beginn der Hauptverhandlung am 21. Dezember 1944. Das Gericht stützte den Freispruch im Wesentlichen lapidar auf die Unglaubwürdigkeit des bereits zum Tode verurteilten Hochverräters Gördler und den bislang tadelsfreien Lebensweg des angeklagten Pünder. Der von Pünder vermittelte Version des Gesprächsinhalts sei eher zu glauben als der gördlerischen Version. Im Rahmen der 20. Juli-Vorgänge ist das Regime gegen vier ehemalige Chefs der Reichskanzlei vorgegangen. Drei von ihnen fanden den Tod. Eduard Hamm, Franz Kempner und Erwin Planck, der Sohn des Nobelpreisträgers. Einzig Hermann Pünder kam mit dem Leben davon. Doch der Freispruch führte nicht zur Freilassung. Der Haftbefehl wurde zwar durch das Gericht aufgehoben, mutierte dann aber zur Schutzhaft. Man werde das Verfahren wieder aufrollen, kündigte der zuständige Gestapo-Beamte meiner Mutter drohend an, als sie in meiner Begleitung im Reichssicherheitshauptamt in der Prinz-Albrecht-Straße Rücksprache hielt, um sich nach dem Termin der Freilassung zu erkundigen. Es waren gespenstische Umstände. Das Gebäude in der Prinz-Albrecht-Straße war wegen Bombenstände schon eine Ruine. Auf dem Schreibtisch unseres Gegenübers bemerkte ich eine Pistole, gleichsam genutzt als Briefbeschwerer. Viermal hatten wir Gelegenheit, mich Sprecher Lopez, meinen Vater, in der Haft zu besuchen, zweimal in der Lehrter Straße, einmal in einer Außenstelle des Konzentrationslagers Ravensbrück und zuletzt am 2. Februar 1945 in einem Gestapo-Gefängnis in Potsdam. Ich war der stete Begleiter meiner Mutter, gelegentlich auch als Unterstützer, denn meine Mutter war schwerhörig. Nach dem letzten Besuch in Potsdam brach jede Verbindung ab. Mein Vater schien verschollen zu sein und erst nach seiner Rückkehr im Juli 1945 erfuhren wir Näheres über seine letzten Monate in den Fängen des NS-Staates. Und Frau Präsidentin hat eben das Buch erwähnt, was ich darüber
geschrieben habe. Dieses Buch schildert die Ereignisse des Jahres 1944-45 aus der Sicht meines Vaters. 2 Monate musste mein Vater im Konzentrationslager Buchenwald schmachten, zusammen mit etwa 15 anderen Sonderhäftlingen, war ein feuchter Keller in einer SS-Kaserne ohne Tageslicht sein grausiger Aufenthaltsort. Sein Zellennachbar war Pastor Dietrich Bonhoeffer. Ganz in der Nähe waren Sippenhäftlinge untergebracht, Familienangehörige der Hauptverschwörer beim Attentat am 20. Juli, also der Familien Gördler und Stauffenberg und auch die frühere Direktorin der Sophie-Barrath-Schule, wo meine Schwiegertochter lehrt, Frau Schwester Isa Vermeeren. Als Anfang 1945 im April die amerikanischen Streitkräfte in die Nähe von Weimar vorstießen, wurden die Sonderhäftlinge und Sippenhäftlinge mit dem Ziel Süddeutschland abtransportiert. Bei einem Zwischenaufenthalt im Bayerischen Wald wurden einige Häftlinge aus dem Konvoi herausgeholt, in das nahe Konzentrationslager Flossenbürg überstellt. Hier fanden sie den Tod. Darunter war Pastor Dietrich Bonhoeffer, der noch kurz zuvor seinen Mithäftlingen auf Wunsch meines Vaters am Weißen Sonntag im engsten Kreis eine ökumenische Andacht gehalten hatte. Die nächste Station war das Konzentrationslager Dachau und hier traf der Konvoi mit vielen anderen aus diversen KZs und Gefängnissen kommenden Sonderhäftlingen zusammen, Heerführer, die bei Hitler in Ungnade gefallen waren, wie Generaloberst Haldau, den früheren Chef des Generalstabes, aus politischen Gründen abgehalfterte ehemalige Nazi-Größen, wie den Oberpräsidenten zum Beispiel von Hessen-Nassau, dem Prinz Philipp von Hessen, und ehemalige Politiker aus dem von den Nazis besetzten Ausland, insgesamt etwa 140 Personen. Welches Schicksal war ihnen in diesen letzten Wochen des NS-Staates bestimmt? Die SS-Wachmannschaften hüllten sich in Schweigen, aber die Häftlinge vermuteten, dass sie nach dem Willen von Himmler und Kaltenbrunner als Geiseln betrachtet werden sollten, wenn es, wie von der SS-Führung angestrebt, mit den Westalliierten zur Vermeidung eines verlustreichen letzten Kampfes in der Alpenfestung zu Verhandlungen über eine einvernehmliche Ende des Krieges kommen sollte. Und es gäbe, so war die Vermutung unter den Häftlingen, von höchster Stelle ein Befehl, die Häftlinge als Geiseln nicht lebend in die Hand des Feindes gelangen zu lassen. Als sich die Amerikaner Dachau näherten, wurde das Lager evakuiert. Die normalen KZ-Häftlinge wurden, soweit fähig, auf einen Elendsmarsch gen Süden geschickt. Zehntausende gingen dabei zugrunde. Parallel dazu wurden die Sonder- und die Sippenhäftlinge in Bussen zunächst nach Innsbruck und dann über den Brenner nach Südtirol transportiert. Hier in Niederdorf, im noch winterlichen oberen Pustertal, verzog sich in den damaligen letzten Kriegstagen das dramatische Ende der Geschehnisse. Einer der Häftlinge, ein bei Hitler wegen Befehlsverweigerung seiner Posten entkleideter Oberst, hatte den Schneid unter Umgehung der schwer bewaffneten Wachmannschaft der SS das Oberkommando Süd der deutschen Wehrmacht in Bozen zu benachrichtigen und um kameradschaftliche Hilfe zu bitten. Und der Coup gelang. Die Generalität in Bozen entsandte eine mit Maschinengewehren bewaffnete Kompanie, die durch ihr besonnenes Auftreten die SS einschüchterte und mit Billigung des obersten Generals der Waffen-SS in Italien, des SS-Obergruppenführers Wolf, wurden die Häftlinge unter den Schutz der Wehrmacht gestellt. Es war der 30. April 1945, der Tag, an dem im fernen Berlin Adolf Hitler im Führerbunker sein Leben ein Ende setzte. Die endgültige Freiheit erlangten die Gefangenen am 4. Mai 1945, nachdem die Deutschen
Truppen in Italien kapituliert hatte und die US-Armee in das Pustertal einrückten und jeder der Gefangenen, darunter auch mein Vater, konnte ein neues Leben beginnen. Lassen Sie mich zum Abschied von zwei Frauen in Berlin erzählen, die auf besondere Weise dem nationalsozialistischen System widerstanden, indem sie unter den Naziterror in Not geratene Mitmenschen zur Seite gestanden haben. Es handelt sich um die 10 Jahre jüngere Schwester meines Vaters, Dr. Marianne Pünder, weil da schon die Rede war, und ihre Freundin Marianne Happig. Sie sehen sie hier in einem späteren Bild. Die beiden Mariannen, wie sie genannt wurden, haben nicht nur mit großer Raffinesse die Verteidigung meines Vaters vor dem Volksgerichtshof gesteuert, wie schon erwähnt, sondern standen in ähnlicher Weise auch anderen Angeklagten oder von Anklage bedrohten Widerstandskämpfer oder deren Angehörigen bei. Durch Rat und Tat, trotz gar eigener Ehrenlehrungslage, Übergabe von Lebensmittelpaketen, meist unter gleichzeitiger Ein- und der Rausschleuderung von Kassibern und regelmäßig auch durch spirituelle Stärkung in Gestalt konsekrierter Hostien. Haupteinsatzstätte ihrer fürsorgerischen Hilfe war die Gefängnispforte der Lehrter Straße, wo die beiden Mariannen auf dort wartende Frauen der einsitzenden Untersuchungsgefängnis trafen und Gelegenheit fanden, diesen Hinweise und Empfehlungen zur Gestaltung des Alltags in gefahrvoller Zeit zu geben. Immer wurde auch der Kontakt zu dem oft biederen und gutmütigen Gefängnispersonal gesucht, die bei geschickter Ansprache durchaus die Möglichkeit hatten, die akute Situation zu erleichtern. Marianne Happig betreute auf diese Weise über viele Monate hin den im Gerichtsgefängnis Mohammed eingekerkerten Jesuitenpater Alfred Delp. Ihr ist es zu verdanken, dass die bedeutenden in der Haft verfassten theologischen Schriften Pater Delps den Weg aus der Gefängniszelle nach draußen fanden. Die Nachricht von seiner Hinrichtung am 2. Februar 1945 hat uns alle damals sehr erschüttert. Das Ende des Nationalsozialismus ist von den Angehörigen unserer großen Familie herbeigesehnt worden. Mir war schon als bei Kriegsende 12-Jähriger bewusst, dass Deutschland durch die Niederlage in die wohl schlimmste Phase seiner Geschichte geraten war. Es überwog aber der Gedanke der Erleichterung. Ein Gefühl der Befreiung erfasste uns. Wir waren befreit von den entsetzlichen Bombenangriffen und wir waren befreit von einem inhumanen, totalitären Regime, das 2 Mitglieder unserer Familie den gewaltsamen Tod und 2 weiteren in größte Todesgefahr gebracht hatte. Jene Ereignisse in meiner Familie sind auch in der Öffentlichkeit nicht in Vergessenheit geraten. Viele Einrichtungen der Polizei tragen heute den Namen des von den Nazis ermordeten einzigen Chefs der preußischen Polizei, Erich Klausener. Im Bundesverkehrsministerium in Berlin ist der große Sitzungssaal nach Erich Klausener benannt, der im Zeitpunkt seiner Ernennung, wie schon mal erwähnt wurde, Leiter der Schifffahrtsabteilung gewesen war. Alljährlich vergibt die Frankfurter Universität für wissenschaftliche Arbeiten, die der Stärkung des demokratischen Rechtsstaates dienen, den Werner-Pünder-Preis. Das Preisgeld stammt von jener großen Anwaltskanzlei unter dem Namen Clifford Chance, an deren Gründung mein Onkel in den 1950er Jahren in Frankfurt beteiligt gewesen war. Die liebenswerte Persönlichkeit meines Onkels Leo Statz ist in seiner Heimatstadt Düsseldorf unvergessen. Das größte Berufskolleg Düsseldorf trägt seinen Namen, Leo Statz Berufskolleg. Und der Düsseldorfer Karneval verleiht für Verdienst um das heimische Fest jährlich die Leo Statz Plakette. Und an die beiden Mariannen erinnert in Berlin Lichterfelde
eine der für die Erinnerungskultur in Berlin charakteristischen Berliner Gedenktafeln. Für meinen Vater war die 1944-45 erlittene Haft ein tiefer Einschnitt. Schon wenige Wochen nach seiner Rückkehr übernahm er wieder Verantwortung für Staat und Gesellschaft. In Münster gründete er eine Partei neuen Typs, die Christlich-Demokratischen Union, deren christliche und demokratische Grundlage durch den Nationalismus mit Füßen getreten worden waren. Aus dieser Zeit schöpfte er Impulse für den Aufbau eines neuen Deutschlands und später dann im November 1945, wenige Monate nach seiner Befreiung, war er Obermeister von Köln. Und damit möchte ich in meinen Bericht über meine Kindheit und Jugend während der Zeit des Nationalsozialismus unter Berücksichtigung meiner Familie beenden und Ihnen für Ihre Geduld herzlich danken. Ich bedanke mich herzlich. Und wenn Sie Fragen haben sollten oder Stellungnahmen abgeben können, ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Ich begebe mich jetzt noch drüben hin und dann kann, wer will, sich melden, aber wenn auch nicht, dann war es dann auch das. Überlasse es Ihnen. Kein Mikrofon, Herr Dr. Bünde. Herzlichen Dank erst einmal. Können Sie vielleicht so in zwei, drei Sätzen etwas zu dem Vergleich in Sachen Klausener, den Werner Bünde erzielt hat, sagen? Wie sah der aus? Ja, gute Frage. Ich gebe das Ende Ihnen bekannt. Also die Witwe bekam eine Pension. Und auch der Sohn, der dann später Abitur machte und Theologie studierte und hoher Prälat in der katholischen Kirche Berlins wurde, hat auch sein Auskommen gehabt. Also mein Onkel Werner Bünde hatte schließlich Erfolg gehabt. Und das muss man in dem Zusammenhang dann auch sagen. Ja, Sie sprachen über die Ermordung von Erich Klausener und da war es ja so, dass ein Selbstmord vorgetäuscht wurde. Das nationalsozialistische Regime hatte ja oft kein Problem damit, auch eine Ermordung einfach anzuordnen, ohne eine Vortäuschung eines Selbstmordes zu machen. Warum hat man sich in dem Fall anders entschieden? War das wegen der Bedeutung von Erich Klausener? Ja, die Behauptung sollte auch die Unglaubwürdigkeit des Ermordeten belegen, dass er einerseits ein nach außen hin guter Katholik war, aber sich dann in einer Extremlage nicht scheute, sich, was die katholische Kirche natürlich missbilligt hätte, sich das Leben zu nennen. Und man wollte eben auch sagen, dass das Regime nichts mit dem Tod zu tun hatte, sondern dass das ein Selbstmord gewesen sei. Das war eine raffinierte Masche des Regimes und wurde aber hingenommen.
selbst von der Kirche, die sagte, bitte macht kein großes Aufhebens darum, denn das Wohl der Kirche steht im Vordergrund. Das ist ja, sind ja bekannte Erscheinungen, die auch in unserer Zeit eine Rolle spielen. Das Wohl der Kirche spielte eine größere Rolle als die Rücksichtnahme auf das Opfer. Während Herr Prälat Klausenor, also mein Vetter, der Erich Klausenor Junior, hat nie ein schlimmes Wort über die Kirche gesprochen. Er hat sich nicht, und seine Mutter Hedwig Klausenor, Elisabeth Klausenor, auch nicht, die ja dann auch später in der Kirche, die war Präsidentin des Katholikentages in den 60er Jahren in Berlin gewesen. Also sie hatte auch keine schlechte Meinung über die Reaktion der Kirche gehabt, aber aus der Rückschau muss ich sagen, dass das eine laue Haltung gewesen ist. War die Stimmung im Jungvolk oder in der Hitlerjugend? Hat man davon was gespürt? Hat sich das auch auf die Leiter ausgewirkt? Wie war da die Atmosphäre? Ja, Zweifel am Endsieg durfte niemand zum Ausdruck bringen. Das war todeswürdig, wie das Beispiel meines Onkels belegt. Und das war dann im Laufe der letzten Monate des Krieges genauso. Aber die Bevölkerung stöhnte natürlich über die Folgen dieses Krieges. Vor allem natürlich auch stöhnte über die Luftangriffe. Es waren Terrorangriffe, nicht aus der feindlichen Sicht, die also die Mentalität, die Psychologie der Bevölkerung dadurch unterminieren wollte. Was letztendlich nicht gelang, denn die Bevölkerung hat durchgehalten. Aber ich habe ja geschildert, wir waren unglaublich erleichtert, dass diese Angriffe aufgehört hatten. Man konnte ja von Münster nach Telgte, das ist eine Strecke von 12 Kilometer, fuhr ein Personenzug, auf dem Personenzug war ein Maschinengewehr installiert, und wenn man da mitfuhr, war das unter Todesgefahr, wenn die Tiefflieger stießen auf diese Vorzüge zu und schossen. Es war eine ganz schreckliche Zeit, und wir sind damals auch aus Münster geflohen in die Nachbarstadt Warendorf, wo wir meinten, dass wir dort leichter um das Kriegsende herumgekommen sein würden, was dann auch zutraf. Unser Haus in Münster ist zerstört worden und mit vielen Toten in der Umgebung. Es war eine schlimme Zeit, und an den Erfolg des Krieges dachte man damals nicht mehr. Nach Stalingrad ging es einfach bergab, aber man durfte es nicht sagen. Und die Propaganda in den Zeitungen war das ja nach wie vor zu lesen, dass man noch siegen würde. Die Wunderwaffe spielte eine große Rolle, die noch kommen würde. Und am letzten Führers Geburtstag am 20. April hat Goebbels noch eine Ansprache gehalten, die ich mit angehört habe im Radio und absurde Vorstellungen entwickelt hatte von einem noch glücklichen Ende des Krieges. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt auf die heutige Politik sehen und wir dort sehen können, dass 11-12% nicht so ganz aus der Vergangenheit gelernt haben und die AfD wählten. Da würde mich jetzt interessieren, mit Rückblick auf Ihre Vergangenheit, was das mit Ihnen macht. Ja, mich erschüttert das natürlich, nicht? Also alle rechtsextremen Parteien finde ich furchtbar, und auch in unserer Familie ist niemand, der zu den Wählern dieser Partei gehört. Nun muss man
vorsichtig sein und nicht alle, die auf dieser Linie liegen, dann als Narzissten bezeichnen. Natürlich kommt es immer wieder zu extremen Äußerungen, die natürlich zurückzuweisen sind, aber es ist wohl nicht beherrschend für die rechte Seite des Deutschen Bundestages. So weit würde ich nicht gehen, aber jede Äußerung, die in dieser Hinsicht erfolgt, bewegt und erschüttert mich und macht mich, wie man so schön sagt heute, wütend. Inwieweit hat die Ermordung Ihres Onkels Leo Statz in Ihnen einen Konflikt ausgelöst? Weil Sie waren ja Teil des Jungvolks, das ja vor allem dazu da war, junge Menschen gerade auf die Ideologie des Dritten Reichs einzustellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass zum einen Ihre Perspektive auf Ihren Onkel, als Ihren Lieblingsonkel eben, sich möglicherweise hat geändert hat, weil Ihre Freunde ja eigentlich eher dem Dritten Reich und der Ideologie gefolgt sind und wahrscheinlich in Ihrem Onkel einen Verräter gesehen haben. Inwieweit hat es in Ihnen einen Konflikt ausgelöst? Es gab keinen Konflikt dieser Art. Und mein Onkel ist in Düsseldorf auch schon damals verehrt worden, nur durfte man es nicht zum Ausdruck bringen. Und im Jungvolk, beziehungsweise in der übergeordneten Hitlerjugend, wurde im Grunde wenig Ideologisches verzapft. Ich hatte ja gesagt, dass es mir gelungen ist, mich überwiegend zu drücken. Man wurde informiert über den Lebenslauf von Adolf Hitler. Man wusste, dass er am 19. April 1889 in Braunau am Inn als Sohn eines Zollbeamten geboren war und dann seinen Lebenslauf nahm. Das war Pflichtlektion und das wurde gebimst sozusagen. Und dann natürlich das Liedgut. Viel Ideologie habe ich persönlich dort nicht mitbekommen. Geschweige denn, dass über solche Taten wie die Unrechtsurteile des Volksgerichtshofs berichtet wurde, oder irgendwie diskutiert wurde. Diese Urteile wurden ja auch nicht groß verbreitet. Es gab eine Notiz über das Todesurteil gegen Leo Statz, da wurde der Name sogar noch falsch geschrieben. Offenbar hatte die Justiz auch ein schlechtes Gewissen, indem sie das nicht so stark hervorhob. Aber natürlich in unserer Familie war die Sache bekannt und wir haben uns natürlich hinter unseren Onkel gestellt und seine Familie. Es war der Schicksalsschlag überhaupt, der unsere Familie betroffen hat. Wie verhielten sich denn die Nachbarn, Familie, die Verwandten, Bekannten, Lehrer in der Schule zu den Ereignissen ihrer Familie? Das war ja sicher ganz unterschiedlich. Ich sagte ja, dass wir in unserem Freundes- und Bekanntenkreis kaum jemand hatten, der begeistert war. Wir haben über diese Fälle andererseits auch nicht gesprochen, so viel ich das in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, bin ich bei jedem Gespräch, die Erwachsene geführt haben, dabei gewesen. Aber darüber wurde nicht viel gesprochen, ja, weil es gefährlich war. Und man wusste nicht, wer ist unter den Zuhörern. Und wie verhängnisvoll das sein sollte, war der Fall Leo Statz. Da wurde schnell auch der Begriff der Öffentlichkeit benutzt. Also dieser Paragraph 139 sagte im Strafgesetzbuch, dass wer solche defätistischen Auffassungen in der Öffentlichkeit verbrachte, der war schuldig. Und mein Onkel hatte das in einer Wehrmachtskantine gesagt. War das Öffentlichkeit? Ja. Der Volksgerichtshof hatte gesagt, das ist Öffentlichkeit. Es genügt, wenn darunter Leute sind, die in der Lage gewesen sind, das zu verbreiten.
eine schlimme Entartung auch der Begrifflichkeit der damaligen Gesetzgebung. Sie sind ja in einer Familie groß geworden, die so sehr von der Rechtswissenschaft geprägt war und haben das ja offenbar auch so weitergetragen. Und vor dem Hintergrund von dem, was Sie erlebt haben, was halten Sie denn vom Recht? Und also so vor allem als Mittel oder als taugliches Mittel, um eine ganze Nation oder einen Staat vor so viel Unrecht zu bewahren? Wie man das Recht vor staatlichem Unrecht bewahren kann. Ja, natürlich. Wir sind ja eine wehrhafte Demokratie. Die Demokratie muss sich wehren gegen solche Gegner eines Rechtsstaates. Und ja, das hat sie nicht immer in der Nachkriegszeit gemacht. Und da kommt man schnell zu der Frage, welche Rolle die früheren, auch die früheren Juristen, die furchtbaren Juristen, dann im Nachkriegsdeutschland gespielt haben. Da hat sich die wehrhafte Demokratie nicht mit Ruhm bekleckert, muss man sagen. Niemand von den Richtern des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, ist hier bei einem Luftangriff zu Tode gekommen. Aber niemand aus der Reichsanwaltschaft und des Volksgerichtshofs ist später zur Verantwortung gezogen worden. Und das Justizministerium waren ja viele ehemalige der Partei angehörigen Juristen dann wieder in Amt und Würden. Das ist jetzt, wie viele Jahre, 50 Jahre später, natürlich undenkbar und wird ja auch verachtet und deshalb ja auch, ich darf wiederum zitieren, das deutsche Richtergesetz, dass das ja jetzt eingebracht hat, nicht? dass die Folgen des Nationalsozialismus Gegenstand der Diskussion und der Lehre, auch der juristischen Lehre, sein sollen, damit das sich nicht wiederholt. Und ich glaube, das trifft dann auch zu. Viele haben daraus auch gelernt und auch in der Bevölkerung hat das seinen Niederschlag gefunden. Das ist jedenfalls meine optimistische Weltanschauung. Auch von mir herzlichen Dank für diesen wirklich sehr rührenden Vortrag. Mich hätte noch interessiert, wie Sie Ihren Vater nach der Haft erlebt haben, besonders im Vergleich zu vor der Haft. Sie haben gesagt, dass er direkt ein paar Wochen später schon wieder Verantwortung übernommen hat. Hatten Sie bei seinem Wesen anders oder war er sofort wieder, dass er die Ärmel hochgekrempelt hat und gesagt hat, jetzt müssen wir was aufbauen? Ja, das ist eine sehr schöne, eine feine Frage. Ja, betrifft so das Zwischenmenschliche in einer Familie auch. Mein Vater hat sicher aus dieser Zeit gelernt, auch in seinem Umgang mit seinen Kindern. Also da hat er auch so etwas gesagt, sowas, wie ich es früher gemacht habe, mache ich es heute nicht wieder. Das waren die ersten Reaktionen aus der Zeit seiner Rückkehr. Sommer 1945. Alles Weitere ging dann schnell in ganz andere Dimensionen, wie ich schon kurz angedeutet habe. Schon wenige Wochen später war er mitten im politischen Geschäft, gründete eine Partei, wurde Oberbürgermeister der meistzerstörten Stadt Westdeutschlands und hatte dann ganz andere Sorgen, als sich noch rückwärts zu besinnen, wie schrecklich er die Zeit einige Monate vorher empfunden hatte. Also das spielte dann im Laufe der Zeit immer weniger in unserer Familie eine Rolle. Das muss ich schon sagen. Aber auch nochmal, dass er nicht mehr geschlagen hat. Ja, das wollte ich jetzt gerade nicht sagen. Ja, das habe ich ja natürlich auch gedacht, da mein Sohn das jetzt gesagt hat, muss ich sagen, also wir haben früher dann von meinem Vater also Schläge auch bekommen, ungerechterweise, muss ich sagen, auf die Hand. Und da hat er dann gesagt, also ich werde mich auch ändern, euch gegenüber, kein Wunder, auch die waren inzwischen erwachsen, außer mir, und ich werde dann nicht mehr zu dieser
Waffe der Disziplinierung in der Familie greifen. Also das war so was. Ich wollte das nicht sagen, aber dass du jetzt auf Zwischenruf das gebracht hast, dann sage ich das auch. Also so war das dann doch. Ja? Aber letztendlich hat es dann weiter immer weniger eine Rolle gespielt. Und das ist vielleicht typisch auch für die damalige Zeit. Man blickte nach vorne. Das andere war vergangen, das Regime war Nürnberger Prozess, lief dann gleichzeitig an und die Hauptverbrecher wurden dann verurteilt, abgeurteilt im rechtsstaatlichen Verfahren, zum Teil hingerichtet und so weiter. Das war der Blick nach vorne und die Entnazifizierung spielte eine Rolle, aber auch eine geringe Rolle. Denn all denen gelang es dann später auch nach wenigen Jahren, wo sie dann auch zurückgesetzt wurden, dann auch wiederum Fuß zu fassen. Das ist ein eigenes Thema, ja, für wie die Folgen des Nationalsozialismus in dem beginnenden Rechtsstaat sich geoffenbart haben. Da könnten Sie mal jemand anders einladen, der darüber referiert, oder Sie haben es doch schon getan. Ich weiß es nicht. Ja, wenn das alles gewesen ist, da bedanke ich mich nochmal sehr herzlich für die rege Teilnahme an der Diskussion und überhaupt an der Entgegennahme meiner Ausführungen. Wenn es Sie interessiert hat, dann freut mich das. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei der Leitung der Hochschule, auch Ihnen, Frau Lender, auch, der lange Zeit schon im Kontakt stand, für diese sehr schöne und mich sehr bewegende Veranstaltung. Lieber Herr Pinder, ich möchte mich im Namen der Bucerius Law School ganz herzlich bei Ihnen für den Vortrag und den Austausch bedanken. Ich denke, das war sehr bewegend für uns alle. Es ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte, die den Blick für die Gegenwart und unser Handeln in dieser bestimmt. Und Ihr Vortrag, der die politischen Ereignisse damals mit den Einzelschicksalen Ihrer Familie verbunden hat, hat das nochmal deutlich vor Augen geführt, was Sie ja auch gesagt haben. Es darf nicht wieder geschehen. Und dafür vielen herzlichen Dank. Sie haben vor der Veranstaltung gesagt, dass Sie ein Exemplar Ihres Buches unserer Bibliothek schenken, sodass unsere Studierenden die Geschichte auch nachlesen können. Die Präsidentin hat dort eins. Ich zeige es einmal. Genau, das wird jetzt in unserer Bibliothek sein. Dafür danken wir Ihnen sehr und natürlich für diesen Abend, dass Sie hierher gekommen sind. Sie sind zwar bereits Träger der Bucerius-Krawatte und da auch, oder also jetzt gerade nicht, aber generell habe ich gehört, haben Sie schon eine... Ausnahmsweise nicht. Ja, genau. Und damit sind Sie ja auch in berühmter Gesellschaft, unter anderem der Bundespräsident hat eine dieser Krawatten. Ich glaube, Sie sind jetzt aber einer der wenigen, die zwei Krawatten haben werden. Ich habe nämlich gehört, dass Sie sich wohl auch über ein zweites Exemplar freuen würden und das ist sogar auch die modernere Variante. Und damit möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, eine Erinnerung an diesen Abend und ich darf jetzt alle noch zu Brezeln und Wein einladen und dort können wir uns dann noch weiter austauschen. Vielen herzlichen Dank.